Hallo und herzlich willkommen heute mit mir zu einem kleinen Workout zum Thema Gleichgewicht. Ich bin Denise und bin Übungsleiterin im TuS Lichterfelde und freue mich, dass ihr heute mit dabei seid. Zu jedem Workout gehört eine kleine Erwärmung und dafür legen wir einmal die Fingerspitzen auf unseren Schultergürtel und beginnen damit, die Ellbogen nach außen hinten zu kreisen. Die Atmung dabei ist ruhig. Und die Kreise dürfen langsam ein bisschen größer werden, damit wir die gesamte Bewegungsbreite mit einbauen. Genau, sehr schön. Und noch zwei. Den letzten. Und locker. Sehr schön. Als nächstes bewegen wir unseren Kopf über die Brust von links nach rechts. Wichtig dabei, dass wir in kleinen Kreisen, in halben Kreisen über die Brust den Kopf bewegen und dabei ganz vorsichtig die Nackenmuskulatur erwärmen. Genau, sehr schön. Super. Jede Seite noch einmal. Und da kommen wir über die Mitte wieder gerade nach hinten. Sehr schön. Wir strecken die Hände zur Seite und die Handflächen zeigen zum Boden und im Wechsel zeigen die Handflächen zum Himmel und zum Boden. Sehr gut. Auch hier werden die Bewegungen wieder ein bisschen größer. Wir nehmen die Hände ganz nach vorne und der Kopf darf sich mit nach vorne bewegen. Das Kinn wird wieder auf die Brust geführt und die Bewegungen werden groß. Wir atmen ein und wieder aus. Ein letztes Mal öffnen und die Hände sinken lassen. Sehr gut. Wir ziehen die Schultern noch einmal in Kreisen zurück. Wichtig dabei, wir nehmen die gesamten Schultern mit nach hinten. Genau. Sehr gut. Noch 3, 2, 1. Und langsam wieder lösen. Sehr gut. Als nächstes nehmen wir die Hände im 90-Grad-Winkel nach oben. Und versuchen, den Oberkörper zu rotieren. Die Hüfte bleibt schön stabil. Wer schafft, nimmt seinen Blick mit über die Schultern. Sehr gut. Noch 3, 2. Zur Mitte kommen. Sehr gut. Wir lockern wieder. Wir gehen eine Etage tiefer. Als nächstes stellen wir uns vor, wir schieben das Becken vor und kippen es wieder zurück. Knie sind dabei leicht gebeugt und wir beginnen das Becken vor und zurück zu schieben. Das Ganze noch 5-mal. Und lösen. Sehr gut. Die nächste Übung. Gleiche Ausgangsposition. Knie sind leicht gebeugt. Als nächstes lösen wir die Hände von der Hüfte und kippen das Becken wieder nach vorne und machen uns ganz rund im Rücken. Öffnen uns und das Becken wird zurückgeschoben. Wir atmen tief ein und machen uns wieder rund und lassen die Luft ausströmen. Einatmen. Die letzten zwei. Und aufrichten. Sehr gut. Als nächstes schieben wir die Hüfte von links nach rechts. Damit auch hier die Beweglichkeit schön aufrechterhalten wird. Sehr gut. Noch 2. Und lösen. Sehr schön. Als nächstes ist das Hüftgelenk dran und zwar dafür ziehen wir ein Knie nach oben und kreisen das Bein 5-mal im Uhrzeigersinn nach außen. Wir
möchte, darf zwischen den Bewegungen auch leicht mit dem Fuß auftippen. Und nun ändern wir die Bewegungsrichtung. Wir kreisen nach innen. Sehr schön. Noch drei. Zwei. Und den letzten. Super. Sehr gut. Seitenwechsel. Wieder das Knie leicht anheben und nach außen kreisen. Schön dabei das Gleichgewicht halten. Und noch einen. Meistens klappt das mit dem Gleichgewicht ganz gut, wenn man sich einen Fixpunkt ungefähr 1,5 oder 2 Meter vor sich sucht und diesen fixiert. Und wir ändern noch einmal die Bewegungsrichtung. Sehr gut. Noch zwei. Und den letzten. Schön stehen bleiben. Sehr gut. Aufsetzen. Sehr gut. Als nächstes heben wir wieder den Unterschenkel an und schwingen ihn ganz locker vor dem Knie hin und her. Absetzen und Seitenwechsel. Sehr gut. Das Ganze kann man auch einmal mit dem gesamten Bein machen. Wir stehen leicht gebeugt auf einem Bein und das andere Bein wird in kleinen Bewegungen vor- und zurückgeschwungen. Hier auch den Seitenwechsel nicht vergessen. Und auf geht's. Sehr gut. Wir schwingen schön nach vorn und haben unser Schwungbein schön gestreckt und pendeln langsam aus. Sehr gut. So, wir gehen noch eine Etage tiefer und nun sind die Füße dran. Als erstes tippen wir mit der Fußspitze vor und zurück. Sehr gut. Und wir beginnen, den Fuß von links nach rechts zu schieben. Sehr gut. Und im Uhrzeigersinn zu kreisen. Sehr gut. Richtungswechsel. Und wir gehen auf die andere Seite. Wir beginnen wieder zu tippen. Spitze und Ferse im Wechsel zum Körper ziehen. Und wir fangen wieder an, den Fuß von links nach rechts zu schieben. Und den Fuß im Uhrzeigersinn zu kreisen. Und in die andere Richtung. Sehr gut. Und lösen. So, ich hoffe, ihr fühlt euch ein bisschen gelockert. Dann können wir übergehen zum Hauptteil. Gleichgewicht steht heute auf dem Plan. Und dazu habe ich euch ein paar Übungen mitgebracht. Wir starten im hüftbreiten Stand. Und versuchen uns erst einmal wahrzunehmen. Wie stehen wir? Wie ist die Beckenkippung? Was machen die Arme dabei? Und dabei sind wir leicht gebeugt in den Knien und versuchen erstmal festen Stand im Boden zu haben. Wenn das gut klappt, dürfen wir das Gewicht leicht nach vorne und zurück verlagern. Ich zeige das einmal von der Seite. Leicht gebeugte Knie. Und langsam das Gewicht nach vorn und nach hinten verlagern. Aufrecht ist der Rücken dabei. Schultern sind leicht zurückgenommen. Sehr gut. Wer sich das zutraut, findet erst einmal das Gleichgewicht wieder in der Grundstellung und schließt die Augen dabei. Dabei konzentrieren wir uns ganz genau auf die Fußflächen, wie sie am Boden stehen. Die Hände hängen ganz locker herab. Wer sich hierbei sicher fühlt, darf gerne das Gewicht weiterhin nach vorn und nach hinten verlagern. Wichtig ist, die Fußfläche bleibt ganz am Boden. Sehr gut. Wir pendeln uns wieder zur Mitte ein, öffnen die Augen und lockern uns. Sehr schön. Nächste Fußposition ist, dass wir die Füße ganz schmal zusammennehmen. Also die Fußinnenkanten berühren sich und wir haben einen ganz schmalen Fußaufsatz. Das ist auch nochmal eine Schwierigkeit höher und wir versuchen uns erstmal mit geöffneten Augen wieder auszubalancieren. Wir können wieder das Gewicht leicht nach hinten und nach vorne verlagern. Sehr gut. Seitenansicht.
Körper ist ganz gespannt und eine gerade Linie. Sehr gut. Und als Schwierigkeit schließen wir die Augen. Und wir fühlen, wie sich unser Gewicht über die Füße verteilt, auf die Spitze, auf den Vorderfuß und zurück auf die Ferse. Sehr gut. Sehr schön. Ausprobieren können wir auch, wenn wir einen Fuß mehr belasten. Dann wieder die optimale Belastung auf beiden Füßen herstellen. Bewegung einstellen. Und langsam die Augen wieder öffnen. Sehr gut. Sehr schön. Okay, noch ein Tick schwieriger. Wir stellen die Füße voreinander. Der rechte Fuß wandert vor den linken und berührt im besten Falle noch den großen Zeh. Und wir balancieren uns wieder einmal aus. Genau. Als ob uns ein Lot nach oben zieht, finden wir unser Gleichgewicht. Hände dürfen in die Hüften gestützt werden oder zur Seite zum Ausbalancieren genommen werden. Kann ganz hilfreich sein. Vielleicht werden wir auch wieder die Augen schließen. Und hier dürfen wir auch versuchen, das Gewicht wieder auf den vorderen und auf den hinteren Fuß zu verlagern. Hier dürfen sich die Füße auch ab und zu mal lösen. Je nachdem, wie ihr euch das zutraut. Das ist jedem selbst überlassen. Genau. Sehr gut. Als nächstes schließen wir die Augen. Findet erst einen stabilen Stand und dann schließen wir die Augen. Zur Sicherheit dürft ihr euch auch gerne einen Stuhl oder eine Wand dazu nehmen. Sehr gut. Und das Ganze halten wir einen Moment. Wer sich hier sicher fühlt, beginnt wieder das Gewicht nach vorn und nach hinten zu verlagern. Und wir dürfen die Augen wieder öffnen. Sehr gut. Wir wechseln. Der hintere Fuß wandert jetzt nach vorn. Und wir starten das Ganze von vorn. Erst einmal einen stabilen Stand suchen ohne Bewegung. Genau. Wenn das gut klappt, wieder das leichte Gewicht nach vorn und nach hinten verlagern. Und wer sich dann noch zutraut, die Augen zu schließen, darf das auch gerne tun. Und wieder leicht das Gewicht verlagern. Und wieder einpendeln. Augen öffnen und lösen. Sehr schön. Wir spüren wieder den stabilen Stand auf der Matte, auf dem Boden, auf dem Teppich. Und zur Entlastung stellen wir uns schulterbreit mit den Füßen auf der Matte auf und versuchen auf die Zehenspitzen und auf die Fersen zu wippen. Immer im Wechsel. Wir versuchen immer ein Stückchen stärker auf die Zehenspitzen zu gehen. Sehr gut. Sehr schön. Und wir dürfen die Hände mit nach oben nehmen. Der Blick folgt. Sehr gut. Lösen. Und als nächstes bereiten wir den Einbeinstand vor. Ich zeige den wieder einmal von der Seite. Bei mir ist das rechte Bein das Standbein und das linke das Schwungbein, welches ich wie zur Laufposition nach oben nehme. Ein 90-Grad-Winkel entsteht ungefähr und ich halte das Gewicht. Das Standbein ist wieder leicht gebeugt und ich halte das Ganze. Schön stabilisieren. Sehr gut. Wir halten noch 5, 4, 3, 2, 1 und langsam absetzen. Sehr gut. Wir wechseln auf die andere Seite, ziehen das Knie wieder schön an, halten den 90-Grad-Winkel. Oberkörper ist aufgerichtet, wir lächeln und dann halten wir das Ganze noch 5, 4, 3, 2, 1 und absetzen. Sehr schön. Okay, kleine Abwandlung. Wir führen das Ganze dynamisch durch. Das bedeutet, wir stellen ein Bein zurück,
Das vordere Bein ist dabei hin, weiter in das Standbein. Und wir gehen dabei in die Laufposition und setzen das Ganze wieder ab. Genau. Wer noch eine Schwierigkeit mehr möchte, geht mit dem Standfuß auf den Vorderfuß oder auf die Zehenspitze, je nachdem, was möglich ist. Und das Ganze wiederholen wir noch dreimal. Und ein letztes Mal. Und absetzen. Sehr gut. Wir gehen wieder auf die andere Seite. Und starten. Erst wieder einmal langsam rantasten. An die Bewegung gewöhnen. Wenn ihr es sicher fühlt, gehen wir auf den Vorderfuß. Sehr gut. Vielleicht stellt der ein oder andere auch fest, es gibt eine schwache und eine stärkere Seite. Dann wissen wir genau, woran wir arbeiten müssen. Und absetzen. Sehr gut. Sehr schön. Wir lockern uns wieder aus. Und versuchen, das Gleichgewicht wieder auf eine Seite zu verteilen. Wir dürfen jetzt nämlich ein bisschen malen. Malen mit unserem Fuß. Jeder kennt bestimmt diese berühmte Achtenbewegung, die liegende Acht vor uns. Das Ganze machen wir jetzt einmal. Fünf Achten in einer Richtung. Und dann ändern wir die Bewegungsrichtung und zeichnen die Achten in die andere Richtung mit demselben Bein. Möglichst ohne uns dabei abzusetzen. Eine. Und abstellen. Sehr gut. Lockern. Und das andere Bein ist dran. Wir starten wieder. Standbein ist leicht gebeugt. Und wir dürfen versuchen, die Acht noch ein bisschen größer zu zeichnen. Sehr gut. Noch zwei. Und Richtungswechsel. Und absetzen. Sehr schön. Gut. Zur Lockerung im Wechsel die Fußgelenksarbeit. Fußspitze und Fußferse werden im Wechsel angezogen und abgesenkt. Sehr gut. Arme, wie beim Laufen, neben dem Körper schwingen wir mit. Sehr gut. Und die Bewegung wird wieder ein bisschen kleiner. Und wir kommen zum Stehen. Super. Als nächstes, um noch ein bisschen die Fußmuskulatur zu trainieren, versuchen wir den Fußspitzenlauf auszuprobieren. Wir gehen auf die Zehenspitzen, auf den Vorderfuß und tippeln von einer Seite zur anderen. Hin und her. Hin und her. Sehr gut. Und wir bleiben schön auf dem Vorderfuß. Und dürfen auch die Arme dazu nehmen. Wir strecken uns ganz weit nach oben. Sehr gut. Und kommen wieder zum Stehen. Sehr schön. Gegenbewegung dazu ist der Fersenlauf. Wir versuchen, nur auf den Fersen zu laufen. Arme dürfen wir dabei wieder mitnehmen. Sehr gut. Vorwärts und rückwärts. Wir kommen wieder zur Mitte und lockern den Fuß nochmal aus. Gut. Sehr schön. Für meine nächste Übung dürft ihr euch ein Kissen oder ein Handtuch nehmen. Etwas, wo die Unterlage nochmal weicher ist. Das benötigen wir zum Draufstellen. Und zwar stellen wir uns mittig auf die weiche Unterlage. Standbein ist wieder leicht gebeugt und spreizen ein Bein zur Seite ab. Das Ganze wiederholen wir 15 Mal und versuchen weiterhin schön das Gleichgewicht zu halten. Noch drei.
wechseln das Standbein und beginnen mit 15 Wiederholungen auf der anderen Seite. Hier macht sich bestimmt auch wieder ein starkes Bein bemerkbar und eins, was noch ein bisschen trainiert werden muss. Noch zwei und absetzen. Sehr gut. Die anderen Übungen kann man natürlich auch alle auf einem Kissen machen, dann ist die Stabilität noch ein bisschen eingeschränkter, je nachdem, wie ihr euch wohlfühlt. Genau. Zur Abschlussübung habe ich euch die Standwaage noch einmal mitgebracht. Ziel dabei ist es, euch wieder im Einbeinstand mit dem Körper nach vorne zu legen, sodass dieser fast parallel zum Boden ist und das Gleichgewicht halten. Das Ganze dürfen wir auch mit der anderen Seite wiederholen und einen Moment halten. Sehr gut. Sehr schön. Straffen unsere Schultern und dann freue ich mich, dass ihr dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Mal.